Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 442. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute wieder ein bisschen Rilke vor und davor erzähle ich euch was, damit ihr besser abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ein besser war jetzt zu viel. Streicht einfach das, welches euch schlechter liegt. Ja, es gibt, bevor ich zum eigentlichen Thema der Sendung komme, ich hatte euch ja versprochen, ein Fazit zur Game of Thrones Fernsehserie zu ziehen, ohne einen Spoiler zu machen. Das ist so der große Versuch für heute Abend. Bevor ich dazu komme, gibt es ein bisschen Meta. Zweierlei Meta. Und zwar hätte ich am vorletzten Dienstag turnusmäßig, weil ich ja alle zwei Wochen eine Episode vom Einschlafen-Podcast veröffentliche, eine veröffentlichen sollen. Und habe ich aber nicht. Und der Grund dafür war, dass ich an dem Tag nach Hause gekommen bin. Ich musste noch Rasen mähen, weil meine faule Tochter, nee, die ist nicht faul, aber meine Tochter ist ja auch nicht zugekommen, das zu machen. Es gibt dann so manchmal natürlich Konflikte in so einer Familie, die sind aber völlig normal. Und ich muss an dieser Stelle nochmal betonen, dass meine ältere Tochter tatsächlich eine so dermaßen erträgliche Pubertät hat bisher. Die ist jetzt 15, wer weiß, was noch kommt. Aber es ist halt wirklich überaus erträglich für uns alle. Und das ist irritierend. Ich habe allerdings letztens von einer Studie gehört, die sagt, dass insgesamt Kinder weniger Pubertät haben als früher noch. Mehr weiß ich über diese Studie nicht. Das habe ich heute irgendwie zufällig von einem Kollegen gehört. Ob da was dran ist oder nicht, weiß ich nicht. Bei uns scheint es zu, oder ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, ganz ehrlich. Also läuft. Trotzdem musste ich Rasen mähen. Und ich hatte wahnsinnig schlechte Laune, weil wenn man nach einem langen Arbeitstag, denn ich bin ja nicht Podcaster von Beruf, sondern ich bin ja in der IT-Branche unterwegs. Davon gibt es keine hier in Karkensdorf. Das heißt, ich pendle jeden Tag nach Hamburg. Da ist man relativ lange unterwegs, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, was ich halt in letzter Zeit immer sehr gerne tue. Sind das ungefähr 70, 80 Minuten pro Strecke. Dazu kommen dann die 8 Stunden Arbeitszeit und die Pausen. Also ich bin 12 Stunden am Tag ungefähr außer Haus. Und wenn man dann noch irgendwie abends nach Hause kommt und dann noch Rasen mähen muss, dann kann man mal schlechte Laune haben. So, und in dieser schlechten Laune und Erschöpfung, weil das Rasenmähen dann ja auch anstrengend ist mit der großen Wiese, war ich dann hinterher so kaputt, dass ich gesagt habe, nee, ich mag heute einfach keine Podcast-Episode mehr aufnehmen. Da hatte ich irgendwie Mo noch geschrieben, so, ich hänge gerade so ein bisschen durch. Und dann sagte Mo, der ja beim Livestream immer zuhört und Shownotes schreibt oder Kapitelmarken schreibt, sagte mir, nee, lass das doch dann einfach. Du sollst dich auch gut fühlen, es soll ja auch Spaß bringen. Es ist ja dann auch nur ein Hobby. Was heißt nur ein Hobby? Es ist ein Hobby. Und damit hatte er vollkommen recht. Vielen Dank, Mo, an dieser Stelle für diesen Impuls vor anderthalb Wochen. Das ist erst der Anfang der Geschichte, also es geht gleich noch weiter. Deswegen, ich hole gerade so ein bisschen aus. So, und gestern war wieder Dienstag. Gestern wäre eigentlich Realitätsabgleich dran gewesen, turnusmäßig, weil sich das ja immer so abwechselt. Holgi hatte kurzfristig abgesagt, erst gestern, glaube ich. Und was ich da normalerweise mache, ist, ich überlege, ob ich spontan irgendwie eine weitere Episode Einschlafen Podcast einschiebe, weil Dienstag halt mein Podcast-Abend ist. Das ist ja so bei Hobbys, da denkt man sich dann einen fixen Tag aus oder so, an dem man das macht. Und dann hätte ich gestern also Einschlafen Podcast aufnehmen können, habe ich aber nicht, weil ich wieder irgendwie eigentlich zu erschöpft war und irgendwie mir noch diese Gedanken von der letzten Woche durch den Kopf gingen, so. Ich wollte einfach nicht. So, ich hatte einfach keine Lust. So, und ich hatte viel mehr Lust, mit meiner Frau noch auf dem Sofa zu sitzen, denn die ist jetzt gerade für 3 Tage auf einer Schulung und nicht zu Hause und ich sehe sie nicht. Und deswegen wollte ich gestern Abend noch mit ihr verbringen. Das ist vollkommen verständlich und ich muss mich da auch überhaupt nicht rechtfertigen. Tue ich auch gerade gar nicht. Sondern ich erkläre nur, wie ich jetzt auf diese Idee gekommen bin, auf die ich gestern gekommen bin, die relativ einfach ist. Und ich wundere mich ein bisschen über mich selbst, dass ich da erst jetzt nach 8 Jahren Einschlafen, 9, oh Gott,
8,5 Jahre Einschlafen-Podcast mache ich jetzt. Dass ich erst jetzt darauf komme, dass das eine gute Idee wäre, was zu verändern. Nämlich, ich möchte weiterhin alle 2 Wochen eine Episode Einschlafen-Podcast veröffentlichen. Das möchte ich, weil ich weiß, wie vielen Leuten es wichtig ist, dass das passiert. Nicht wenige Hörer schreiben mir, dass sie sehr viel Nutzen aus diesem Einschlafen-Podcast ziehen und mit diesem Podcast sehr, sehr gut einschlafen können. Die nutzen ihn wirklich, also die schlafen jetzt wahrscheinlich schon, auch wenn ich jetzt über sie rede. Vielleicht hören sie jetzt kurz auf, aufmerksam zu. Ja, ich mache das für euch. Also ihr schreibt mir, dass es hilfreich für euch ist beim Einschlafen. Ich erwarte tatsächlich nicht, dass ihr den ganzen Sermon, den ich hier eine knappe Stunde, eigentlich ist meine Zielzeit immer so eine Dreiviertelstunde, aber ich überziehe immer irgendwie, monologisierend auf dem Sofa vor mich hin brabbele. Das erwarte ich gar nicht, dass ihr da zuhört. Es gibt zwar Leute, die ja auch zuhören, die sind aber, glaube ich, in der Minderheit. Die Mehrheit schläft tatsächlich ein und nutzt das und ist dann tatsächlich irritiert, teilweise, glaube ich, sogar verärgert, wenn es dann mal nicht kommt. Was übrigens auch okay ist. Ich leite daraus nicht unbedingt eine Anspruchshaltung ab, die ihr mir gegenüber äußert. Eigentlich ist es sogar schön, wenn ihr enttäuscht seid, wenn es nicht kommt, aber man gewöhnt sich halt dran und Gewohnheitsrecht ist ja auch ein Recht. Ich fühle mich da tatsächlich ein bisschen unter Druck, das zu tun, und das hat schon dazu geführt, dass ich Podcast-Episoden aufgenommen habe in Situationen, wo ich es eigentlich lieber hätte lassen sollen. Hatten wir damals auch kurz angesprochen, wenn ich zum Beispiel krank bin oder so, dann sollte ich es vielleicht einfach lieber lassen, und es fällt mir aber mal schwer, das zu lassen. So, und die Lösung ist relativ einfach. Ich produziere vor. Das ist irgendwie völlig offensichtlich und einfach, aber irgendwie hat sich das über die Jahre so eingespielt. Spätestens irgendwie seit 6 Jahren mache ich Livestreams, früher noch über Xenem. Anfangs noch hier irgendwie direkt mit Nicecast irgendwie aus meinem Rechner raus. Da hatte ich irgendwie 3-4 Live-Zuhörer. Mittlerweile sind es nicht viel mehr. Aber so 20-30 Leute, die halt live zuhören, unter anderem eben die Shownoter in letzter Zeit, vor allem der Mo, die halt live zuhören, mir hinterher Notizen schicken, was dann so vorkam, oder einfach aus Interesse, weil es ja so ein bisschen auch Community ist. Ich habe es in letzter Zeit dann auch, weil es Xenem nicht mehr gibt, über YouTube gemacht. Das war tatsächlich so ein bisschen Community-Feeling, weil ja YouTube diese Mittel halt bietet mit dem Live-Chat dazu und dass auch mehr Leute bedienen konnten und dann auch andere Leute mal zuhören konnten. So richtig Sinn ergeben hat es wirklich nur für die Kapitelmarken und die Shownotes. Ansonsten beim Einschlafen-Podcast live zuhören ist irgendwie ja eine nette Sache, um andere Einschlafen-Podcast-Hörer zu treffen für euch. Das kriegt ihr aber auch anders hin. Und da braucht man diese Live-Sendung nicht dafür. Und wenn ich mich davon löse, tatsächlich immer am Dienstagabend um 8:30 hier auf diesem Sofa zu sitzen und aufnehmen zu müssen, dann kann ich es einfach dann machen, wenn es mir passt. Und dann eben trotzdem die Episode erst irgendwie am Dienstagabend um, was weiß ich, 21.30 Uhr zu veröffentlichen. Oder 21 Uhr. Ich weiß nicht, wann ich euch ins Bett schicken soll, ehrlich gesagt. Vielleicht 21.30 Uhr ist vielleicht eine ganz gute Uhrzeit. Dann habt ihr noch Zeit, die Episode runterzuladen oder keine Ahnung was. Ich weiß ja nicht, wann ihr so ins Bett geht. Könnt ihr mir mal schicken. Also am besten auf Twitter per @TobiBayer mir mal schreiben, wann ihr so ins Bett geht. Da kommt bestimmt ein ganz guter Schnitt bei rum. Die kann ich mir ausrechnen, wann ich die Episode am besten veröffentlichen sollte. Ja, das heißt, jetzt ist gerade Mittwochabend und ich nehme jetzt auf. Sollte ich in meiner Euphorie auf diese tolle Idee gekommen zu sein, gleich noch eine weitere Episode vor nächsten Dienstag aufzunehmen, dann werde ich diese hier vielleicht einfach nachträglich für letzte Woche veröffentlichen, weil da fehlte ja nur eine. Aber vielleicht auch einfach nicht. Das wäre quasi mit einem zwinkernden Auge. Muss aber gar nicht, mal sehen, was so passiert, aber ich hätte einfach ganz gerne immer eine Episode hier so liegen, die ich dann einfach am folgenden Veröffentlichungstermin weiterhin alle 2 Wochen veröffentlichen kann, damit ihr euch darauf verlassen könnt, dass alle 2 Wochen eine kommt. Den Livestream, ich habe schon mit Mo gesprochen, irgendwie fühlt sich das komisch an, nach so vielen Jahren gemeinsamen Podcasting irgendwie jetzt das nicht mehr so zu machen, aber er
versteht das und findet das auch gut, wenn ich wieder da irgendwie mir diese Freiheit nehme und nur für die Kapitelmarken jetzt irgendwie immer den Livestream zu machen, ist eigentlich, ja, weiß ich nicht, vielleicht wirklich ein bisschen übertrieben. Stattdessen mache ich die Kapitelmarken jetzt einfach selbst während der Aufzeichnung. Es ist auch eine ganz andere Situation für mich. Also ich hatte das ja schon mal irgendwie festgestellt, dass nicht live zu senden ganz anderes Gefühl ist. Ich habe viel mehr, also viel weniger drumherum Stress mit irgendwie Livestream starten und gucken, ob Mo da ist und irgendwie absprechen, wann es denn jetzt losgehen kann und so. Jetzt kann ich mich einfach hinsetzen, Mikrofon anschließen, Aufnahme drücken und los. Das heißt, ich kann jetzt auch, wenn ich eine Kapitelmarke setzen will, kann ich einfach auf das M drücken an meinem Computer und dann macht Ultraschall mir eine Kapitelmarke dahin. Und hinterher kann ich die dann einfach auslesen. Ich muss mal rausfinden, wie ich die Kapitelmarken aus Ultraschall im richtigen Format exportieren kann. Gibt es noch viel zu lernen, aber ja. Damit ich sie in Audacity, Phonic. Das sind Audio-Tools, die alle mit Au heißen. Ich bin so froh, dass Ultraschall nicht mit Au anfängt. Klingt aber auch komisch, ne? Ultraschall. Entschuldigung, ich werde albern. Ja, ihr merkt es schon, ich bin irgendwie erfreut, dass ich auf diese Lösung gekommen bin. Ich fühle mich irgendwie befreit. Ich habe das Gefühl, dass ich so viel konsistenter liefern kann. Ich weiß, dass ich gar nicht liefern muss. Ich setze mich da selbst mehr unter Druck, als ich das eigentlich sein müsste. Das ist ein Anspruch an mich selbst, den ich da stelle, weil ich halt gerne ja, diesen Podcast auch so anbieten würde, dass man sich darauf verlassen kann. Ich bin gerne jemand, auf den man sich verlassen kann. So, und das bezieht sich auch auf diesen Podcast. Und ja, jetzt, wo ich diese Lösung gefunden habe, glaube ich, dass ich das mehr sein kann als vorher. Also so ganz schlecht war ich ja nun auch nicht irgendwie. Aber damit werde ich es wahrscheinlich noch besser machen können. Ja. Und ich habe ja gesagt, jetzt habe ich gerade auf M gedrückt und eine Kapitelmarke gesetzt. Cool. Ich habe ja gesagt, dass ich mich da über mich selbst wundere, denn ich bin ja, und dazu hatte ich ja auch schon mehrere Episoden gemacht, ein Freund der kontinuierlichen Verbesserung, des kontinuierlichen Lernens. Nichtsdestotrotz bin ich auch nur ein Mensch und vor dieser Gefahr des Alltagstrotz oder der Gewohnheit nicht gefeit und verfalle eben auch in solche, gerade wenn etwas erfolgreich ist. Der Fluch des Erfolgs, der führt dazu, dass man nichts verändern möchte. Also Veränderung ist ja sowieso immer schwierig, mit Aufwand verbunden, gerade wenn man so die Komfortzone verlässt. Ja, und tatsächlich, also dem lieben Mo jetzt zu schreiben, ich möchte nicht mehr live senden, das war außerhalb meiner Komfortzone, obwohl es wirklich toll ist, mit ihm zu kommunizieren, immer übrigens. Also kein Groll seinerseits und irgendwie wirklich alles bestens. Trotzdem fühlte sich das für mich komisch an. So, und das war irgendwie, ja, schon, also das war jetzt nicht der Grund, warum ich das in der Vergangenheit nicht verändert habe, diese Tatsache, sondern mehr so, ja, Gewohnheit. Es war so drin. Ich habe das jetzt über so viele Jahre gemacht, dass der Podcast erstens live gesendet worden ist, selbst wenn die Shownoter mal nicht da waren, und dann auch direkt nach der Aufzeichnung veröffentlicht worden ist, obwohl es dafür keinen wirklichen Grund gab. Und eigentlich bin ich jemand, der gerne Dinge hinterfragt und Wege zur Verbesserung sucht. Und in der Firma mache ich das ja auch beruflich als Agile Coach. Ist genau das meine Aufgabe, Menschen dabei zu helfen, zu gucken, wie man noch besser werden kann. Denn besser werden setzt ja nicht voraus, dass man vorher schlecht war, sondern besser, dieser Prozess, den ich da einsetze, der funktioniert sogar umso besser, je besser man schon ist. Also aus einem ganz tiefen Loch, wenn man ein ganz schlechtes Team hat, helfen einem Retrospektiven nicht, daraus ein gutes Team zu machen. Aber wenn man ein gutes Team hat, kann man mit Retrospektiven ein noch besseres Team daraus machen. Häufig sehen Menschen aber, wenn jemand kommt und sagt, das kann man noch besser machen, das als Kritik und fühlen sich dann schlecht gemacht und gehen in eine Verteidigungshaltung und vergraben sich noch viel mehr in ihrer konservativen Haltung. Und das trifft auf
uns wahrscheinlich alle zu, auf mich eben auch. So, ich habe mich lange dagegen gesträubt, irgendwas am Einschlafen-Podcast zu ändern, weil er eben erfolgreich war. Weil ich so viele treue Hörer habe, die mir ganz liebe Postkarten, Geschenke. Heute kam schon wieder ein Geschenk aus Miesbach. Liebe Grüße nach Miesbach. Da habe ich eine sehr treue Hörerin. Und das ist einfach super. So, und wenn man so erfolgreich ist, dann will man erst recht nichts ändern, weil never change a running system ist halt so ein Spruch, der einen davor bewahrt, noch besser zu werden. Und das ist halt schlecht eigentlich. Never change a running system ist kein guter Spruch, sondern gerade in komplexen Situationen und ja, so einen Podcast aufzunehmen. Ja, dadurch, dass ihr als Hörer eben auch beteiligt seid, ist ja vielleicht doch komplex, etwas daran zu ändern. Man kann vorher nicht wissen, ob eine Veränderung den gewünschten Effekt erzielt. Bei komplizierten Systemen wäre das so. Wenn man es sorgfältig durchdenkt, kommt man irgendwie mit der nötigen Expertise auf den Effekt, den eine Veränderung einführt. Bei komplexen Systemen ist das nicht so. Da muss man Experimente machen und ausprobieren. Tja. Aber da muss man sich dann eben auch erstmal den Mut nehmen, solche Experimente auszuprobieren und Veränderungen zu machen. So, und deswegen kann ich das auch vollkommen verstehen, wenn man Angst hat vor Veränderungen oder wenn man Scheu oder so ein Widerstreben gegen Veränderung hat. Tja, und das hatte ich zu viel tatsächlich, also was diesen Podcast betrifft. Ich habe mir dieses Format zurechtgeruckelt, ich habe mir diesen Senderhythmus zurechtgeruckelt und es lief halt alles so. Ich habe gar nicht gemerkt, dass gerade es gibt einen fixen Termin, zu dem ich den Podcast aufnehmen und veröffentlichen muss, dass das eigentlich wirklich ein Hindernis ist und dass es schlecht ist. Nicht schlecht, aber es ist halt, wenn ich in dem Moment, wo ich dann liefern muss, gerade nicht kann oder will, dann wird es halt entweder eine schlechte Sendung oder es fällt irgendwie aus und ich fühle mich auch schlecht. Und das muss halt überhaupt nicht sein. So, deswegen hatte ich jetzt diese Idee und ja, jetzt mache ich das halt so und produziere vor. Vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwie zwei Sendungen hier so immer auf Halde liegen zu lassen, damit ich halt, wenn ich dann auch mal im Urlaub bin, auch eine Sendung veröffentlichen kann. Das geht dann ja auch automatisch oder das kann ich ja auch dann einfach remote machen. Wenn das dann irgendwie alles schon vorbereitet ist, dann ist die Veröffentlichung ja wirklich nur noch 2-3 Klicks. Ja, insofern freut euch, dass das hier regelmäßiger kommt. Wenn ihr zu den wenigen Leuten gehört, die auch mal live zugeguckt haben, bei den letzten YouTube-Livestreams waren das so 30, 40, vielleicht mal 50 Leute oder so. Im Kontrast zu den 100.000 Leuten in etwa oder 100.000 Downloads, die dann danach kommen, sind es halt doch verschwindend wenige. Und dass ich jetzt diesen 50 Leuten den Spaß an der Live-Sendung genommen habe, tut mir leid. Dafür gewinne ich gerade den Spaß wieder am Aufnehmen. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu aufgeregt. Ich habe das Gefühl, dass ich ganz euphorisch hier sitze und viel zu schnell spreche und gar nicht beruhigend genug spreche. Ja, deswegen jetzt schon der Exkurs zum Thema Konservativismus. Heißt das so? Konservatismus? Jetzt habe ich keinen Shownoter, der mir das in den Chat schreiben kann. Es gibt natürlich auch Nachteile. Also konservativ zu sein bedeutet, vor Veränderungen zurückzuschrecken und am Bestehenden festhalten zu wollen. Und das sind wir alle. Wir sind alle konservativ. Progressive Menschen dagegen wagen sich in die Veränderung, in die Zukunft und wollen Dinge anpassen. Das sind wir auch alle, nur alle ein bisschen in unterschiedlicher Ausprägung. Kann sich niemand davon freimachen, dass er konservativ ist, denn jeder hält gerne an Dingen fest. Jeder sollte auch an Dingen festhalten. Ich finde das gar keine schlechte Eigenschaft. Aber progressive Menschen gehen halt diesen Drang der Veränderung dann auch mal nach. Der Drang kommt meistens eher von außen. Einige Menschen haben das auch von innen. Das ist auch ganz tolle Eigenschaft. Ja, und stelle fest, ich war mit diesem Podcast, mit dem Drumherum vor allem, zu konservativ, stand meiner
Selbstverbesserung im Weg. Interessant, interessant. Kommen wir aber zum... Hat man das jetzt gehört, dass ich auf M gedrückt habe? Vielleicht sollte ich mir nochmal eine leisere Taste aussuchen. Zum eigentlichen Thema der Sendung, nämlich Game of Thrones. Das wird jetzt spannend. Alle, die wirklich Angst haben vor Spoilern, na, ich sende ja gar nicht mehr live. Ich könnte, wenn ich einen Spoiler aus Versehen einbaue, könnte ich noch rausschneiden. Ja, worum geht's da? Also die Fernsehserie Game of Thrones, produziert von HBO, lief in Deutschland auf Sky und Amazon und so, also bezahl. Fernsehen kommt irgendwann alles viel später auf RTL 2 im kostenlosen Privatfernsehen. Besteht aus 8 Staffeln und die 8. Staffel ist jetzt gerade vor wenigen Wochen, vor 2 Wochen oder so durchgelaufen und jetzt wissen wir, wie die Geschichte der Fernsehserie ausgeht. Basierend tut die Fernsehserie auf den Büchern Das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin und das erste dieser Bücher heißt auf Englisch A Song of Ice and Fire. Natürlich, so heißt die ganze Serie, aber das erste Buch heißt Game of Thrones. A Game of Thrones oder Game of Thrones? Weiß ich gar nicht, ob da noch ein A davor ist. Ich glaube, da ist ein A davor im Buch, in der Fernsehserie nicht. Und die ganze Fernsehserie heißt halt so wie das erste Buch, umfasst aber alle Bücher, die da sind und noch kommen. Denn von den Büchern sind erst 5 da. Zu jedem Buch gibt es eine Staffel, außer für das letzte Buch. Das 6. Buch ist halt noch nicht fertig geschrieben, noch nicht veröffentlicht. Und das 7. entsprechend auch nicht. George R. R. Martin hat 7 Bücher angekündigt. Soll also nach 7 Büchern auserzählt sein, die Geschichte. Zum 7. Buch hat die Fernsehserie aber 2 Staffeln gemacht. 2 Staffeln mit etwas weniger Episoden. Ich weiß gar nicht, 8 und 6 oder so. Genau, so viel zum Drumherum. Das heißt, die Fernsehserie hat dann irgendwann die Bücher überholt, hat sich aber inhaltlich auch schon relativ früh, so in der 3. Staffel, glaube ich, inhaltlich vom 3. Buch entfernt und gewisse Dinge anders gemacht, sodass man natürlich nicht genau weiß, ob das, was jetzt in der Fernsehserie in den Staffeln 6, 7 und 8 passiert ist, dann auch in den Büchern so passiert. Vieles wahrscheinlich nicht genau so. Es gibt irgendwie die Aussage, dass das Ende, also die Auflösung, auch im Buch so sein soll, wie es jetzt in der Fernsehserie dargestellt ist. Aber da das 7. Buch noch gar nicht geschrieben ist, würde ich mich darauf wahrscheinlich gar nicht verlassen. Denn wenn George R. R. Martin schlau ist, dann guckt er sich die Reaktion auf die Fernsehserie an und passt es vielleicht an. Vielleicht ist er nicht ganz so konservativ wie ich, sondern ist auch bereit, die Ideen, die er bisher hatte, noch anzupassen. So viel zum Drumherum. Worum geht's in den Büchern und in der Fernsehserie? Es ist eine Fantasy-Welt, die spielt in einer mittelalterlich anmutenden Welt. 2 Kontinente, Westeros und Essos heißen die. Im Wesentlichen auf Westeros. Und da gibt es so die 7 Königslande, die aber von einem Oberkönig regiert werden. So, es gibt also einen König, der regiert irgendwie 7 Königslande. Und es gibt ein bisschen Magie. Es gibt Drachen, oder gab Drachen. Die Drachen sind zu Beginn der Serie ausgestorben. Also kein lebender Mensch kennt die noch, weil die schon vorher irgendwie ausgestorben sind, glaube ich. Oder kann. Na, vielleicht gibt es einen, der die noch kann. Ich weiß es gar nicht so genau. So, aber das ist so das Setting. Also Burgen und Ritter und Schwerter und Bogen, Pfeil und Bogen. So Fellklamotten und feierliche Samtgewänder, Kerzen. Es gibt keine Elektrizität. Entsprechend irgendwie keine Computer. Und also es ist halt nicht irgendwie Science Fiction oder moderne Welt, sondern ja eher so mittelalterlich. Es gibt auch keinen Verbrennungsmotor, also alles per Pferd und Kutsche. Ja, genau, das ist so das Setting. Und dann gibt es
zusätzlich zu dieser geografischen Information halt so gesellschaftliche Informationen. Und das ist auch, denke ich mal, das Hauptelement der Serie, sowohl in den Büchern als auch in der Fernsehserie. Es gibt nämlich mehrere Familien, also so Herrscherfamilien oder, ja, wie heißt das? Adelsfamilien, die gemeinsam oder auch gegeneinander die Ländereien regieren, untereinander Krieg führen und am Ende um den Thron kämpfen. Game of Thrones, es geht um den eisernen Thron, der, ja, wo halt die Frage ist, wer gehört denn da eigentlich drauf? Zu Beginn der Serie ist das Robert Baratheon, der sitzt auf dem Thron, weil er 15 Jahre zuvor ungefähr eine Rebellion gemacht hat gegen die Targaryens. Das war die Familie, die da ursprünglich drauf saß. Die Targaryens sind so eine Familie, alle haben weiße Haare. Also das waren auch die Drachenreiter. Also die hatten Drachen und konnten drauf fliegen. Deren Familienmotto ist, glaube ich, Fire and Blood, also Feuer und Blut. Die haben Inzest gelebt, also immer untereinander geheiratet. Und ja, der letzte König der Targaryens, der war verrückt, also der Mad King. Der war halt ja offensichtlich durchgedreht und der wurde dann halt durch Robert Baratheons, der kommt ins Haus Baratheon. Wo haben die eigentlich ihren Stammsitz gehabt? Komme ich jetzt gerade gar nicht drauf. Genau, der hatte da was gegen und der hat dann irgendwie mit den Starks aus dem Norden zusammen, Familie Stark, hat dann halt so die Nordländer regiert, die Rebellion da angezettelt, haben sich die anderen mit angeschlossen und ja, damit geht's dann halt so los, dass genau Robert Baratheon auf dem Thron sitzt, seine Hand, also die Hand des Königs, der Helfer, der oberste Helfer, war gerade gestorben und Robert kommt in den Norden, um Eddard Stark, den Lord Stark, den Herrscher, das Familienoberhaupt der Starks im Norden, dazu zu überreden, mit ihm nach Königsmund in die Hauptstadt zu kommen. King's Landing heißt sie auf Englisch. Und ja, seine neue Hand zu werden. So, und damit gehen die Intrigen und das untereinander los. Roberts Ehefrau ist Cersei Baratheon. Heißt sie dann eigentlich Baratheon? Eigentlich, also sie kommt aus dem Hause Lannister. Ist auch eine Familie, ein Herrschergeschlecht. Sehr machtversessen. Cersei ist Zwillingsbruder. Jaime ist in der Königsgarde, einer der wichtigsten Ritter sozusagen. Ein toller Schwertkämpfer. Und ja, ich kann euch empfehlen, wenn ihr noch mehr zu diesem Setup hören wollt und es ein bisschen fundierter euch anhören wollt, es gibt einen Podcast, der heißt Spoiler Alert. Und da gibt es natürlich ganz viele Spoiler und da wird auch ganz viel dann, der wurde aufgenommen, nachdem, also noch bevor die Fernsehserie kam, aber nachdem das fünfte Buch geschrieben und veröffentlicht war. Die Bücher waren ja vorher. Ich habe tatsächlich die Bücher auch schon gehört, bevor die Fernsehserie angefangen hat. Also ich fand Game of Thrones schon cool, als sie noch in finnischen Clubs gespielt haben, sozusagen. Hört euch diesen Podcast an, auch wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, denn es gibt in der ersten halben Stunde genau das, was ich jetzt gerade eben probiert habe, so ein bisschen Überblick über, wie sieht die Welt eigentlich aus. Das ist noch komplett spoilerfrei und wenn sie anfangen zu spoilern, was denn in der Geschichte passiert, sagen sie das dann auch Bescheid. Ja, genau, die beschreiben halt auch diese verschiedenen Häuser und die ganzen Mechanismen. Was ist die Hand eines Königs und was gibt es da für Funktionen? Wie sind die Charaktere alle zu Beginn?
Ja, und die Geschichte entspinnt sich dann ziemlich schnell. Also es geht ziemlich schnell los, gleich zu Anfang der Geschichte, dass bestimmte Dinge passieren, die Charaktereigenschaften der Hauptperson aufzeigen. Die Bücher sind ganz, ganz toll geschrieben. Da ist jedes Kapitel aus der Sicht eines der Hauptcharaktere, so ein Point-of-View-Charaktere. Ja, da gibt es dann halt so ein paar Sichtweisen immer. Und es zeigt, man hat ganz am Anfang das Gefühl, okay, es gibt irgendwie, das sind die Guten und das sind wohl die Bösen. Das dreht sich aber relativ schnell. Also man weiß manchmal nicht so genau, wer ist jetzt gut, wer ist böse. Da wird sehr viel mit Grauschattierungen gespielt. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte durch, dass man irgendwie ja durchaus natürlich Charaktere hat, die man nicht mag, aber auch die Charaktere, die man mag, die haben halt auch alle einen Makel oder sind auch irgendwie nicht ganz sauber und nicht ganz erklärlich, was da irgendwie mit denen los ist. Ein weiterer Wesenszug der gesamten Geschichte ist, dass wenn man gerade einen Lieblingscharakter hat, dann stirbt er demnächst. Also man denkt, okay, das ist ein Hauptcharakter und dann stirbt er aber und es ist irgendwie klar, dass niemand in Schutz genommen wird bis zum Schluss. Irgendwie sterben halt doch immer mal wieder ganz tragende Hauptcharaktere zu Situationen, wo es zwar passt, aber wo man nicht damit rechnet, dass schon wieder ein Hauptdarsteller sozusagen stirbt der Geschichte. Kill Your Darlings ist so ein bisschen da die Aussage von George R. R. Martin gewesen. Genau. Und dann ist es halt, ja, diese Ränkespiele, diese Intrigen, diese Absprachen, wer arbeitet jetzt mit wem zusammen, gegen wen. Nicht nur auf dem ganz großen Feld der Feldzüge, der Kriege, die dann geführt werden, sondern auch im Kleinen. Also auch innerhalb eines Hofes gibt es Situationen, wo der eine mal mit dem einen oder mit dem anderen koaliert, paktiert und Informationen fließen lässt. Und es gibt darüber hinaus noch richtig schöne Charakterentwicklungen. Also so wie die Hauptcharaktere am Anfang sind, sind sie am Ende nicht mehr unbedingt. Die behalten meistens dann einen Wesenszug bei, der irgendwie, ja, zeichnend für diese Person ist. Aber andere Wesenszüge verändern sich auch. Und also man sieht halt, wie die Charaktere weiterentwickelt werden, wie sie Dinge lernen, wie sie progressiv sind, wo sie einerseits konservativ sind und Sachen beibehalten, aber eben dann auch progressiv sind und Dinge dazulernen, sich verändern, neue Einsichten gewinnen. Und das ist sehr, sehr schön. Die Bücher sind wahnsinnig komplex, sind wahnsinnig gut durchdacht. George R. R. Martin ist offenbar ein Autor, der nicht die gesamte Geschichte schon vorher durchdacht hat, wie sie sich entwickelt, sondern der lässt seine Charaktere machen und die Geschichte entwickelt sich, während er schreibt. Es sind so zwei unterschiedliche Herangehensweisen an so komplexe Werke. Er hat sich halt die Charaktere ausgedacht, wie die denn so sind und bringt sie dann in Situationen und scheint dann selber zuzugucken, was denn so passiert. Es funktioniert ganz fantastisch. Also es entwickelt sich eine sehr komplexe Welt. Da kann man sich richtig gut drin verlieren. Und macht halt wahnsinnig viel Spaß. In der Fernsehserie ist ziemlich viel der Komplexität natürlich dann wieder reduziert und weggelassen, weil das halt tatsächlich nicht geht. Anders als beim Herrn der Ringe, wo Komplexität einfach dann nur rausgestrichen ist. Aber alles, was erzählt wird, tatsächlich auch so in den Büchern steht, ist es bei Game of Thrones, der Fernsehserie, halt nicht so, dass alles, was in der Fernsehserie passiert, auch in den Büchern steht, sondern da ist halt etliches geändert und dazu erfunden. Das ist so ein bisschen schwierig, wenn man beides parallel konsumiert oder wahrnimmt. Macht es ein bisschen schwer, aber es ist natürlich auch verständlich, dass ja vieles halt einfach in einer Fernsehserie, egal wie lang sie ist, wie viele Staffeln es gibt, einfach nicht geht. Ja, genau. War halt furchtbar interessant zu gucken, wie entwickelt sich die Geschichte weiter nach den Büchern. Ein paar Sachen waren irgendwie vorhersehbar.
Tatsächlich verliert die Geschichte nach hinten hin auch an Komplexität, was ja aber auch logisch ist. Am Ende muss man zu einer Auflösung kommen, da muss man vorher Komplexität dann irgendwie auflösen. Und ja, viele haben jetzt vom Ende gesagt, also das Ende der achten Staffel sei ihnen zu einfach gewesen, zu vorhersehbar, auch zu happy-endig. Gibt sehr viel Kritik an der achten Staffel. Es gibt sogar eine Petition, unterschrieben von 500.000 Menschen, die HBO dazu auffordern, die achte Staffel komplett nochmal zu verfilmen, weil sie ihnen so schlecht gefallen hat. Und ja, tatsächlich fand ich auch andere Staffeln besser als die siebte, vor allem die siebte und jetzt auch die achte Staffel, weil sie ja reicher sind und spannender und komplexer. Trotzdem fand ich sie gut. Also ich fand sie nicht irgendwie am Ziel vorbei oder irgendwie schlecht. Sie sind teilweise gehetzt. Man merkt so, dass sie fertig werden mussten oder wollten. Die Serienschaffer Benioff und Weiss, heißen sie, sind dazu irgendwie gekommen, jetzt irgendwie den nächsten Star Wars Film machen zu dürfen. Da wollten sie wahrscheinlich vorher mit Game of Thrones fertig sein. Keine Ahnung. Also ich hätte es auch schön gefunden, wenn sie sich mehr Zeit gelassen hätten und das Angebot von HBO angenommen hätten, noch weiteres, also es einfach noch länger zu erzählen und jetzt nicht gehetzt zu Ende zu erzählen. Dadurch passieren so Sachen, dass ja, Menschen zu schnell reisen oder an Orten sind, wo sie, wenn man es genau genommen hätte, mit der Geschichtenerzählung noch nicht hätten sein können. So, das ist irgendwie schade, wenn dann solche offensichtlichen Fehler irgendwie drin sind. Aber ich halte das nicht für einen Beinbruch am Ende. Es ist eine Fernsehserie und man sollte das alles ein bisschen nüchterner und vielleicht auch dankbarer betrachten. Wer es nüchtern und dankbar, ja, vielleicht nicht ganz nüchtern, aber durchaus dankbar und wertschätzend betrachtet hat, sind die Serien-Junkies. Serien-Junkies ist irgendwie so eine Firma, Organisation in Berlin. Und da gibt es drei Leute, die einen Podcast zu Game of Thrones gemacht haben. Also die haben im Wesentlichen auch eine Webseite und einen Podcast zu anderen Serien und was weiß ich was alles. Ich habe allerdings nur den Serien-Junkies Game of Thrones Podcast gehört. Mit sehr viel Freude, hatte ich glaube ich auch letztes Mal schon angekündigt. Felix heißt der Moderator. Mario heißt übrigens der Beteiligte, wo mir letztes Mal der Name nicht eingefallen ist. Entschuldigung, Mario. Immerhin wusste ich dein Twitter-Handle noch. Firewalk with me, zwei E am Ende. Und Hannah. Die drei haben, ich glaube, ab Staffel 3, ich selber habe erst ab Staffel 5, glaube ich, zugehört im Podcast, jede einzelne Staffel besprochen, nachdem sie gesendet worden ist. Und das war während diese Staffeln liefen schon sehr, sehr toll irgendwie, nachdem man die Staffel geguckt hat, nochmal zu hören, was denken die denn darüber? Die haben halt sehr viel Detailwissen noch zum Drumherum, zu den hinter die Kulissen und so, gucken sich das ganze Bonusmaterial an, lesen alle Blogs dazu und so. Also die wussten halt einfach sehr, sehr viel noch drüber hinaus und kennen die Darsteller noch aus anderen Serien. Also ich bin da einfach nicht Profi genug, nicht Serienjunkie genug, um zu wissen, was die sonst noch alles machen, die Darsteller oder die Produzenten und anderen Beteiligten. Mich interessiert es schon meistens nicht, welcher Drehbuchautor jetzt gerade irgendwie das Drehbuch für die entsprechende Episode einer Staffel ehrlich gesagt wusste ich, bevor ich diesen Podcast gehört habe, nicht mal, dass es da unterschiedliche Autoren und auch unterschiedliche Regisseure gibt, die dann die einzelnen Episoden einer Staffel macht. Das hatte mich vorher irgendwie nie so wirklich interessiert. Ist halt dann sehr erhellend, sich das dann nochmal erklären zu lassen, was das so für unterschiedliche Typen sind und wie die dann eben auch die Geschehnisse interpretieren und was die so für Hypothesen haben, wie es dann weitergehen könnte. Genau. Und die drei haben auch, wie ich finde, sehr, sehr gute Episoden zu zur letzten Staffel gemacht. Und ja, die haben auch wahrgenommen, dass es sehr viel Kritik an den Serien gab und waren auch nicht ganz frei von Kritik, aber haben am Ende wieder gesagt, so, ja, kommt runter, Leute, am Ende ist es eine Fernsehserie und immerhin hatten wir 8 Jahre lang oder 8 Staffeln lang sehr, sehr viel Spaß.
an der Serie, sonst würden wir sie jetzt nicht zu Ende gucken und sich jetzt darüber zu ärgern, dass es nicht unseren Erwartungen entspricht. Das ist so ein bisschen so, wie mir vorzuwerfen, dass ich eben nicht alle 2 Wochen einen Podcast produziere. Also es gibt da einfach keine begründete Anspruchshaltung. Ja, klar, viele Zuschauer der Fernsehserie Game of Thrones haben da viel Zeit investiert, viel Herzblut investiert, irgendwie nochmal Bücher gelesen, nochmal was weiß ich was. Daraus lässt sich aber kein Anspruch ableiten, dass die Fortführung oder die Zuendeführung der Serie genau dem entspricht, was man sich da wünscht. Und ich glaube, das wäre auch nicht gegangen, denn es gab so viel drumherum zur ganzen Game of Thrones Geschichte, dass alle möglichen Enden schon besprochen worden sind. Also ich glaube, das war komplett ausdiskutiert. Also jede mögliche Wendung, jeder mögliche Ausgang der Geschichte war schon besprochen, war schon durchdacht. Und deswegen ist es überhaupt nicht erstaunlich, dass das Ende nicht überrascht hat. Also wie denn auch, wenn alles schon durchdacht war? Also wenn jede Option schon durchgespielt war und ja, es gab so ein paar Favoriten wohl, wie es hätte ausgehen sollen bei einigen Leuten und so ist es dann halt nicht ausgegangen, aber ja, Pech, dann ist es halt irgendwie anders ausgegangen und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde die Auflösung okay. Sie ist nicht zu Disney-haft irgendwie fröhlich ausgegangen. Ganz im Gegenteil, es hätte durchaus Disney-hafter werden können. Also meine Befürchtung war ein ganz anderer Ausgang. Also beziehungsweise ich hatte auf einen ganz anderen Ausgang gesetzt. Gar nicht großartig irgendwie beim Buchmacher, aber so, wenn ich mit meinen Freunden darüber gesprochen habe, hatte ich immer auf einen anderen Ausgang getippt. Der ist nicht gekommen und das hat mich sogar gefreut. So, also ich war überrascht, beziehungsweise, naja gut, also die Theorie, dass es so hätte ausgehen können, war mir durchaus bekannt. War auch nicht abwegig. Ich hatte trotzdem auf einen anderen Ausgang getippt, einfach weil ich so pessimistisch war, dass es eben doch Disney-haft irgendwie schön endet. Weil so brutal und grausam die Serie bis dahin auch war, hatte ich immer gedacht, so vielleicht will George R. R. Martin am Ende doch ja, ein schönes Ende. Und so schrecklich ist das Ende jetzt auch nicht, dass man sagen könnte, es ist kein schönes Ende, aber es ist nicht das schöne Ende, das ich befürchtet hatte. Gar nichts gegen Disney, aber bei Disney-Filmen ist es ja doch am Ende immer so, dass es ist so wunderbar alles. Und vielleicht ist noch irgendein Vetter vom Bruder des Angestellten vom Prinzen noch irgendwie gestorben, damit noch irgendwie ein bisschen Drama dabei ist. Bei Disney, aber ansonsten ist ja bei Disney immer alles schön und so ist es halt bei Game of Thrones nicht gekommen. Worauf man sich einlassen muss bei der ganzen Geschichte, habe ich ganz vergessen zu sagen, ist sehr harte Brutalität. Also es ist nicht nur psychisch belastend, weil ja Intrigen und Machtspiele und Komplott irgendwie geschmiedet wird, sondern bei der Kompott gesagt. Nein, also genau. Sondern auch, ja, also gerade die Fernsehserie ist halt teilweise ab 18, größtenteils ab 16, glaube ich. Und das zu Recht, also sehr explizite Gewalt, sehr expliziter Sex. Es gibt auch viele Sexismusvorwürfe, weil halt deutlich mehr nackte Frauen gezeigt werden als nackte Männer. Und Frauen auch häufig irgendwie in ja, altertümlichen Gesellschaftsbildern dargestellt werden. Passt ja aber auch zum mittelalterlichen Setting. Ich weiß nicht. Also das hat mich persönlich jetzt nicht so sehr gestört, aber ich bin auch keine Frau. Muss ich vielleicht mal von meinen alter weißer Mann-Privilegien runter. Und also ich kann es absolut nachvollziehen, wenn Menschen damit ein Problem haben, dass die Serie teilweise sexistisch wirkt, aber eben auch Sex wird sehr explizit dargestellt und auch besprochen. So und ja, das muss man wissen, darauf muss man sich einlassen. Wenn man das nicht mag, braucht man die Serie halt einfach nicht zu gucken. Wenn dann mal ein paar eklige Bilder zu sehen sind, was Gewalt angeht, oder ein paar sexuelle Bilder. Genau. Ich habe die Fernsehserie genossen.
Ich fand es toll, ich fand auch den Ausgang gut und das Beste ist, dass ich mich jetzt richtig auf die Bücher freue. Also ich hatte tatsächlich vor 2, 3 Jahren die Bücher nochmal gelesen. Ich hatte sie ursprünglich nur gehört als Hörbuch, was auch sehr schön ist. Und habe dann mit der Fernsehserie angefangen, als die dann losging. Und dachte dann irgendwie nach Staffel 4 oder so, ach, ich habe jetzt Lust, die Bücher nochmal zu lesen, weil ich dann irgendwie so deutlich gemerkt hatte, so richtig nah am Buch sind sie jetzt nicht mehr, teilweise sind sie ganz schön weit weg. Und da wollte ich die Bücher nochmal lesen. Dann habe ich komplett durchgelesen. Also Buch 1 bis 5, alles was verfügbar ist, nochmal am Stück durchgelesen. Hat auch lange gedauert, sind halt 5 sehr dicke Bücher. Und ich lese sehr langsam. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich mit der Fernsehserie durch bin. Ich werde es mir sicherlich nochmal angucken. Also sobald die Blu-rays dazu irgendwie erschwinglich sind, kaufe ich mir gerne nochmal das Komplettpaket. Ich habe irgendwie Staffel 1, 2 und 3 habe ich schon hier. Ärgere mich mittlerweile, dass ich mir die gekauft habe, weil eigentlich will man ja so einen Schuber haben mit irgendwie allen 8 Staffeln, irgendwie alle auf Blu-ray und alle zusammen. Ich habe jetzt auf Amazon gesehen in der Ankündigung für 400 Euro. Das ist mir ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Dann warte ich lieber noch ein paar Jahre, bis sie dann ein bisschen günstiger ist. Aber irgendwann die Serie nochmal auf Blu-ray zu gucken, dann auch in besserer Qualität, weil teilweise war die Streaming-Qualität bei Sky nicht so besonders gut. Gerade die letzte Staffel, da sind halt sehr viele Szenen in der Dunkelheit gedreht. Die sind halt sehr dunkel und wenn dann irgendwie wenn da so JPEG-Artefakte im Bild rumfliegen, das sieht halt nicht gut aus. Deswegen lieber mal auf Blu-ray gucken. Und ja, jetzt freue ich mich auf die Bücher. Ich hatte so ein bisschen die Vermutung, oder viele hatten die Vermutung, dass George R. R. Martin mit der Veröffentlichung von dem 6. Buch einfach wartet, bis die Fernsehserie durch ist, damit man da nicht irgendwie zu oft hin und her springen muss oder damit das Marketing besser funktioniert. Das hat er jetzt bestritten. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass das Buch noch nicht da ist. Vielleicht ist es ja auch wirklich noch nicht fertig und es dauert noch ein bisschen. Aber ich hoffe, dass es bald kommt und ich freue mich total drauf, das zu lesen, weil auch wenn ich jetzt weiß, wie die Geschichte ausgeht, freue ich mich drauf, nochmal zu lesen, wie George R. R. Martin da dann hinkommt, also wie die Geschichte sich in den Büchern entwickelt, weil da ja auch noch ganz viele Seitenstränge sind, die in der Fernsehserie überhaupt nicht vorkommen, die ja auch noch aufgelöst zusammengeführt werden können, vielleicht auch müssen und ja. Das wird schön. Da freue ich mich drauf. Insofern, wenn ihr Fantasy mögt, mit Gewalt und Sex gut klarkommt und viel Zeit zum Fernsehen gucken habt, dann kann ich euch die Fantasy-Serie durchaus empfehlen. Und wenn ihr Fantasy-Bücher mögt, dann kann ich euch das noch dringender empfehlen, die Bücher zu lesen. A Song of Ice and Fire von George R. R. Martin. Ist viel Stoff und man braucht ein bisschen, bis man drin ist, aber dann kommt man auch richtig tief rein. Jo. So viel dazu. Jetzt greife ich hier mal nach meinem aktuellen Buch. Und das ist immer noch das Stundenbuch von Rainer Maria Rilke. Weil es sehr lang ist, lese ich euch hinterher keinen Kant vor. Ich habe euch letztes Mal schon Rilke vorgelesen. Ich hatte es in der letzten Zeit immer im Wechsel gemacht. Aber muss ich ja gar nicht. Kann ich auch ändern. Ich bin ja nicht so konservativ. Hüste. Und ja, ich glaube, ich lese das komische Stundenbuch jetzt einfach zu Ende vor. Versuche ich mal. Genau, wir sind im ersten Teil von diesem Stundenbuch und bei 13% in der Kindle-Gesamtausgabe der Rilke-Werke. Eine bessere Positionsbeschreibung dafür finde ich jetzt gerade nicht. Augen zu und zugehört. Es tauchten 1000 Theologen in deines Namens alte Nacht. Jungfrauen sind zu dir erwacht und Jünglinge in Silber,
zogen und schimmerten in dir, du Schlacht. In deinen langen Bogengängen begegneten die Dichter sich und waren Könige von Klängen und mild und tief und meisterlich. Du bist die sanfte Abendstunde, die alle Dichter ähnlich macht. Du drängst dich dunkel in die Munde und im Gefühl von einem Funde umgibt ein jeder dich mit Pracht. Dich heben 100.000 Harfen wie Schwingen aus der Schweigsamkeit und deine alten Winde warfen zu allen Dingen und bedarfen den Hauch von deiner Herrlichkeit. Die Dichter haben dich verstreut. Es ging ein Sturm durch alles Stammeln. Ich aber will dich wieder sammeln in dem Gefäß, das dich erfreut. Ich wanderte in vielem Winde, da triebst du tausendmal darin. Ich bringe alles, was ich finde, als Becher brauchte dich der Blinde. Sehr tief verbarg dich das Gesinde, der Bettler aber hielt dich hin. Und manchmal war bei einem Kinde ein großes Stück von deinem Sinn. Du siehst, dass ich ein Sucher bin, einer, der hinter seinen Händen verborgen geht, und wie ein Hirt mögst du den Blick, der ihn beirrt, den Blick der Fremden von ihm wenden, einer, der träumt, dich zu vollenden und dass er sich vollenden wird. Selten ist Sonne im Sobor, die Wände wachsen aus Gestalten und durch die Jungfrauen und die Alten drängt sich wie Flügel im Entfalten das Goldene, das Kaisertor. An seinem Säulenrand verlor die Wand sich hinter den Ikonen und die im stillen Silber wohnen. Die Steine steigen wie ein Chor und fallen wieder in die Kronen und schweigen schöner als zuvor. Und über sie, wie Nächte blau, von Angesichte blass, schwebt die dich freuete, die Frau, die Pförtnerin der Morgentau, die dich umblüht wie eine Au und ohne Unterlass. Die Kuppel ist voll deines Sohns und bindet rund den Bau. Willst du geruhen deines Throns, den ich in Schauern schau? Da trat ich als ein Pilger ein und fühlte voller Qual an meiner Stirne dich, du Stein. Mit Lichtern, sieben an der Zahl, umstellte ich dein dunkles Sein und sah in jedem Bilde dein bräunliches Muttermal. Da stand ich, wo die Bettler stehen, die schlecht und hager sind. Auf ihrem Auf- und Niederwehen begriff ich dich, du Wind. Ich sah den Bauer überjährt, bärtig wie Joachim. Und daraus, wie er dunkel ward, von lauter ähnlichem Unschad, empfand ich dich wie nie so zart, so ohne Wort geoffenbart in allem und in ihm. Du lässt der Zeit den Lauf, und dir ist niemals Ruh darin. Der Bauer findet deinen Sinn und hebt ihn auf und wirft ihn hin und hebt ihn wieder auf. Wie der Wächter in den Weingeländen seine Hütte hat und wacht, bin ich Hütte, Herr, in deinen Händen und bin Nacht, o Herr, von deiner Nacht. Weinberg, Weide, alter Apfelgarten, Acker, der kein Frühjahr überschlägt, Feigenbaum, der auch im marmorharten Grunde 100 Früchte trägt. Duft geht aus deinen runden Zweigen, und du fragst nicht, ob ich wachsam sei, furchtlos, aufgelöst in Säften, steigen deine Tiefen still an mir vorbei. Gott spricht zu jedem nur, ehe er ihn macht, dann geht er schweigend mit ihm aus der Nacht. Aber die Worte, ehe jeder beginnt, diese wolkigen Worte sind von deinen Sinnen hinausgesandt, geh bis an deiner Sehnsucht Rand, gib mir Gewand. Hinter den Dingen wachse als Brand, dass ihre Schatten ausgespannt immer mich ganz bedecken. Lass dir alles geschehen, Schönheit und Schrecken, man muss nur gehen, kein Gefühl ist das Fernste. Lass dich von mir nicht trennen, nah ist das Land, das sie das Leben nennen. Du wirst es erkennen an seinem Ernste. Gib mir die Hand. Ich war bei den ältesten Mönchen, den Malern und Mythenmeldern, die schrieben ruhig Geschichten und zeichneten Runen des Ruhms. Und ich sehe dich in meinen Gesichten mit Winden, Wassern und Wäldern, rauschend am Rande des Christentums, du Land, nicht zu lichten. Ich will dich erzählen, ich will dich beschauen und beschreiben, nicht mit Bohl und nicht mit Gold, nur mit Tinte, aus Apfelbaumrinden. Ich kann auch mit Perlen dich nicht an die Blätter binden und das zitterndste Bild, das mir meine Sinne erfinden, du würdest es blind durch dein einfaches Sein übertreiben. So will ich die Dinge in dir nur bescheiden und schlichthin
benahmen, will die Könige nennen, die Ältesten, woher sie kamen, und will ihre Taten und Schlachten berichten am Rand meiner Seiten. Denn du bist der Boden, dir sind nur wie Sommer die Zeiten, und du denkst an die Nahen nicht anders als an die Entfernten, und ob sie dich tiefer besamen und besser bebauen lernten, du fühlst dich nur leise berührt von den ähnlichen Ernten und hörst weder Säher noch Schnitter, die über dich schreiten. Du dunkler Grund, geduldig erträgst du die Mauern, und vielleicht erlaubst du noch eine Stunde den Städten zu dauern und gewährst noch 2 Stunden den Kirchen und einsamen Klöstern und lassest 5 Stunden noch Mühsal allen Erlösten und siehst noch 7 Stunden das Tagwerk des Bauern, ehe du wieder Wald wirst und Wasser und wachsende Wildnis in der Stunde der unerfasslichen Angst, da du dein unvollendetes Bildnis von allen Dingen zurückverlangst. Gib mir noch eine kleine Weile Zeit. Ich will die Dinge so wie keiner lieben, bis sie dir alle würdig sind und weit. Ich will nur 7 Tage, 7, auf die sich keiner noch geschrieben, 7 Seiten Einsamkeit. Wenn du das Buch gibst, welches die umfasst, der wird gebückt über den Blättern bleiben, es sei denn, dass du ihn in Händen hast, um selbst zu schreiben. So bin ich nur als Kind erwacht, so sicher im Vertrauen, nach jeder Angst und jeder Nacht dich wieder anzuschauen. Ich weiß, so oft mein Denken misst, wie tief, wie lang, wie weit. Du aber bist und bist und bist umzittert von der Zeit. Mir ist, als war ich jetzt zugleich Kind, Knab und Mann und mehr. Ich fühle, nur der Ring ist reich durch seine Wiederkehr. Ich danke dir, du tiefe Kraft, die immer leiser mit mir schafft. Wie hinter vielen Wänden ward mir erst der Werktag schlicht und wie ein heiliges Gesicht zu meinen dunklen Händen. Dass ich nicht war, vor einer Weile, weißt du davon, und du sagst nein, da fühl ich, wenn ich nur nicht eile, so kann ich nie vergangen sein. Ich bin ja mehr als Traum im Traume, nur was sich sehnt nach einem Saume, ist wie ein Tag und wie ein Ton. Es drängt sich fremd durch deine Hände, dass es die viele Freiheit fände, und traurig lassen sie davon. So blieb das Dunkel dir allein, und wachsend in die leere Lichte erhob sich eine Weltgeschichte aus immer blinderem Gestein. Ist einer noch, der daran baut? Die Massen wollen wieder Massen, die Steine sind wie losgelassen, und keiner ist von dir behauen. Es lärmt das Licht im Wipfel deines Baumes und macht hier alle Dinge bunt und eitel. Sie finden dich erst, wenn der Tag verklomm, die Dämmerung, die Zärtlichkeit des Raumes, legt 1000 Hände über 1000 Scheitel, und unter ihnen wird das Fremde fromm. Du willst die Welt nicht anders an dich halten, als so, mit dieser sanftesten Gebärde. Aus ihren Himmeln greifst du dir die Erde und fühlst sie unter deines Mantels Falten. Du hast so eine leise Art zu sein, und jene, die dir laute Namen weihen, sind schon vergessen, deine Nachbarschaft. Von deinen Händen, die sich bergig heben, steigt unseren Sinnen das Gesetz zu geben, mit dunkler Stirne deine stumme Kraft. Du Williger, und deine Gnade kam immer in allen ältesten Gebärden, wenn einer die Hände zusammenflicht, so dass sie zahm und um ein kleines Dunkel sind, auf einmal fühlt er dich in ihn werden, und wie im Winde senkt sich sein Gesicht in Scham. Und da versucht er, auf dem Stein zu liegen und aufzustehen, wie er bei anderen sieht, und seine Mühe ist, dich einzuwiegen aus Angst, dass er dein Wachsein schon verriet. Denn wer dich fühlt, kann sich mit dir nicht brüsten. Er ist erschrocken, bang um dich und flieht vor allen Fremden, die dich merken müssten. Du bist das Wunder in den Wüsten, das Ausgewanderten geschieht. Eine Stunde vom Rande des Tages und das Land ist zu allem bereit. Was du sehnst, meine Seele, sag es. Sei Heide und Heide, sei weit. Habe alte, alte Kurgane, wachsend und kaum erkannt, wenn es Mond wird, über das plane, lang vergangene Land. Gestalte dich, Stille, gestalte die Dinge. Es ist ihre Kindheit,
sie werden dir willig sein. Sei Heide, sei Heide, sei Heide, dann kommt vielleicht auch der Alte, den ich kaum von der Nacht unterscheide, und bringt seine riesige Blindheit in mein horchendes Haus herein. Ich sehe ihn sitzen und sinnen, nicht über mich hinaus, für ihn ist alles innen, Himmel und Heide und Haus. Nur die Lieder sind ihm verloren, die er nie mehr beginnt. Aus vielen tausend Ohren trank sie die Zeit und der Wind, aus den Ohren der Toren. Und dennoch, mir geschieht, als ob ich an jedes Lied tief in mir ihm ersparte. Er schweigt hinterm bebenden Barte, er möge sich wiedergewinnen aus seinen Melodien. Da komme ich zu seinen Knien und muss seine Lieder rinnen, rauschend zurück in ihn. Das zweite Buch im Stundenbuch heißt Das Buch von der Pilgerschaft. Mal sehen, ob ich euch daraus dann nächstes Mal vorlese. Vielleicht ist es auch wieder Kant. Vielleicht ist es auch mal wieder Alice im Wunderland. Da bin ich auch noch gar nicht durch. Für heute ist allerdings erstmal gut für diese Episode. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr könnt alle ausreichend schlafen. Im Moment ist es hier gerade sehr heiß und viele Leute schlafen schlecht. Aber ich mag das Wetter. Alles wird so ein bisschen langsamer, wenn es warm ist. Ja, Hauptsache, es regnet zwischendurch auch immer mal. Für die gute Natur da draußen, die Blumen müssen wachsen, damit die Bienen fliegen können. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr findet genügend Schlaf, denn Schlafen ist wichtig und gesund. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.